Also die Regierungen von Bund und Ländern, die wollen ja schon bald mit Corona-Auffrischungsimpfungen für die Risikogruppen beginnen und zudem stärker den Weg für Impfungen von Jugendlichen und Kindern ab 12 Jahren frei. Das geht aus den heutigen Beschlussvorlagen für die Gesundheitsministerkonferenz hervor. Alle 12- bis 17-Jährigen sollen ab sofort Corona-Impfungen mit den Vakzinen von BioNTech, Pfizer und Moderna unter anderem in Impfzentren erhalten können. Das aber widerspricht der Empfehlung der STIKO. Die Beschlussvorlage der Gesundheitsminister in Teilen ist sie schon von der Realität überholt. Seit gut 4 Wochen werden Jugendliche bereits mit dem freigegebenen BioNTech oder auch Moderna geimpft. Gut 900.000 oder 20% der 12- bis 17-Jährigen haben bereits die erste Spritze. Bayerns Regierungschef Markus Söder spricht sich ausdrücklich für diese Impfungen aus. Das eigentliche Ziel ist ja, so wenig Quarantäne wie möglich zu haben. Die Schulen werden nie geschlossen, aber wenn viele infiziert sind, dann gibt es wieder viel Quarantäne und dann ist Schule durch die Hintertür zu und das wollen wir nicht. Die Ständige Impfkommission will derzeit bei Jugendlichen nur Impfungen bei Vorerkrankungen empfehlen. Impfungen könnten im Übrigen Schulschließungen gar nicht verhindern. Das sind ja etwa 9 Millionen Kinder, die unterhalb von 12 Jahren alt sind, gar nicht geimpft werden können, weil es für die keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Die Sozialdemokraten unterstützen das Impfen. Der Verlauf bei Jungen wäre zwar meist leicht, doch Long-Covid-Folgen wären nicht auszuschließen. Die Impfung dürfte aber kein Mittel zum Selbstzweck sein. Selbstverständlich, also dürfen wir die Kinder nicht impfen, um damit die Herdenimmunität der gesamten Bevölkerung zu beabsichtigen. Kinder sind kein Instrument, um Herdenimmunität der Bevölkerung zu erreichen. Die Beschlussvorlage, Impfungen ab 12 Jahren in Impfzentren bei niedergelassenen Ärzten oder auch Betriebsärzten, Impfangebote an Universitäten und Schulen, mobile Teams für dritte Impfungen werden ab September eingesetzt. Diese mobilen Teams sollen ab September wieder in Altenheimen Auffrischungsimpfungen bei Älteren vornehmen. Es wird erwartet, dass der Impfschutz bereits nach 6 Monaten langsam abbaut. Gibt es einiges zu besprechen? Das wollen wir tun mit Paul Sonntag, zugeschaltet vom Gesundheitsministerium in Berlin. Paul, wir haben es also gehört, Kinder ab 12 Jahren sollen geimpft werden. Die STIKO spricht sich immer noch dagegen aus. Wie rechtfertigt denn die Politik diesen Schritt jetzt? Ja, man hat da ein kleines Hintertürchen bei der Erklärung der STIKO dann gefunden, auch in der Beschlussvorlage, die jetzt eben vorliegt, die heute Abend dann oder heute Nachmittag dann diskutiert werden soll mit den Gesundheitsministern. Da wird darauf ganz konkret eingegangen. Und dieses Hintertürchen ist eben das ärztliche Vorgespräch, das auch erwähnt ist bei der STIKO. Sie spricht davon, dass es eben in Einzelfällen möglich ist, wenn man eben sich ausführlich eben die Eltern und auch das Kind mit dem Arzt besprechen, die Vorerkrankungen abchecken und Ähnliches, dass es dann schon auch möglich ist, sich vor allem mit Moderna oder eben auch mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff impfen zu lassen. Das nimmt man gewissermaßen als Grundlage dafür, dass man jetzt das ausweiten könnte, insgesamt eben auf alle 12- bis 17-Jährigen. Und vielleicht noch ein internationaler Ausblick. Die STIKO ist fast schon alleine mit ihrer Einschätzung. Wenn wir beispielsweise mal in die USA schauen, die zuständige Arzneimittelbehörde FDA, die hat schon längst für die Jugendlichen und Kinder das freigegeben. Genauso auch die europäische EMA. Also insofern zieht man danach und so begründet man es dann auch hier im Gesundheitsministerium. So, jetzt ist ein zweites Thema auf der Gesundheitsministerkonferenz die Boosterimpfung, die Auffrischungsimpfung für Ältere und Kranke. Erste Problem ist natürlich die Frage, ist überhaupt genug Impfstoff da und wie soll ich denn praktisch vorgehen? Also kann ich, wenn ich jetzt durchgeimpft bin, einfach zu meinem Hausarzt gehen und sagen, ich nehme mal noch so einen Booster? Also zunächst einmal muss man sagen, dass es da, glaube ich, heute wenig Gegenwehr geben wird bei den Gesundheitsministern. Was diese Frage angeht, es ist, wie du schon gesagt hast, ausreichend Impfstoff da. Wir sehen ja, dass einiges eben sogar wieder zurückgegeben werden muss. Also insofern kann man davon ausgehen, dass dafür genug da ist. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, es sind nicht nur die Auffrischungen für die Immungeschwächten. Natürlich, auch das spielt eine große Rolle, weil man da Studien eben inzwischen ausgewertet hat, dass da die Immunabwehr eben nachlässt. Es ist auch für alle, die beispielsweise einen Vektorimpfstoff bekommen haben. Auch die sind inkludiert, also egal welchen Alters, egal welche Vorerkrankung, egal welche Immunschwäche. Das bedeutet, man kann dort jetzt eben dann auch relativ zügig, so ist der Plan, BioNTech und Pfizer oder eben Moderna,
dann eben bekommen. Also auch da schon eine Art Paradigmenwechsel. Und das würde dann je nach Bundesland, so wie du es beschrieben hast, eben anders umgesetzt werden. Auch das haben wir immer wieder erlebt in den letzten Monaten und eigentlich im gesamten letzten Jahr, dass das dann anders gehandhabt wird von den Ländern. Aber rein theoretisch könnte das dann eben über die Ärzte gehen, über die Impfzentren. Das muss dann eben lokal abgewogen werden. Aber man kann auch davon ausgehen, dass das heute relativ ohne große Diskussionen dann so durchgehen wird. Paul, danke schön fürs Gesundheitsministerium.